Ich erhielt deine Nachricht. Was geht vor? Vielleicht haben wir Robespierre zu sehr diskreditiert. Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Er machte vage Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Luxemburg-Gefängnis. Seine Hinrichtung ist für den Morgen anberaumt. Dann sollten wir besser schnell zu ihm. Wieder mit dem Tyrannen Robespierre! Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Wir befinden uns mittlerweile in Sequenz 12, Erinnerung 2. Und die Sequenz nennt sich Der Fall von Robespierre. Und wie ihr seht, renne ich hier wieder mit Elise rum. Was zum Teufel? Die waren von der Nationalgarde. Robespierres Eskorte. Verdammt, wenn er entkommen ist. Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Ja, hier hat auf jeden Fall irgendeiner ordentlich Action gemacht. Such weiter. Robespierre ist unsere letzte Verbindung zu Germain. Oh. Da muss ich mit irgendjemandem sprechen. Elise, was ist hier geschehen? Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune greifen uns auf dem Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin zurück. Oh. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Oh. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Gut. Ah, ja. Jetzt muss ich eine Spur finden, die mich zu Robespierre führt, so habe ich das jetzt verstanden. Ja, toll, das Suchgebiet ist ja wieder riesengroß. So, Doppelattentat, legt euch schlafen, Jungs. Ah ja, hier gibt es einen Lastenaufzug. Jawolli. Ja. Aber wo finde ich jetzt hier einen, der irgendwie eine Spur hat? Da hinten liegt einer. Gucken wir mal zu dem. Wo ist Robespierre? Er wurde dort lang gebracht. Aha. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Oh, hier sind mir zu viele Wachen. Ich versuche das mal von hier oben. Vielleicht kann ich ja gleich einen Luftattentat auf den starten. Das wär's, ja. Nein, ich wollte nicht da rein. Oh. Na toll, nicht in einen Kampf geraten. Den muss ich verfolgen. Ich versuche das mal von hier oben, weil hier unten sind mir einfach zu viele Wachen. Was anderes bleibt mir ja nicht über. Ja, Entfernung zum Ziel verringern, ist schon klar, ne? Ich stehe bestimmt nicht irgendwo rum und versuche mir noch ein Croissant zu bestellen. Seht euch das an. Jean-Baptiste Rotondeau floh aus dem Land. Arno, wie wär's mal, wenn du hier hochklettern würdest? Dankeschön. Oh, jetzt ist der schon 60 Meter weg. Na toll. 80 Meter weg, es wird ja immer besser. Nicht in einen Kampf geraten. Oh. Ich wollte hier ein bisschen Spaß haben mit ein paar Leuten. Das klingt nach einer nicht so ganz einfachen Aufgabe für mich. Da ja auch genau nicht in einen Kampf geraten, genau mein Ding ist, ja. Echt toll. Na gut. Hier kann ich wieder einen Aufzug betätigen.
Und der Typ rennt immer weiter. Bleib doch mal stehen. Okay, die eine Aufgabe hätte ich schon mal abgeschlossen, glaube ich. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sir. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. Wir verlautbaren, dass die revolutionäre Kommune, die sich schuldig machte, den kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen, während die Justiz ihre Pflicht tut. Wir verlautbaren weiterhin, dass die Bürger Robespierre, Henriot und all ihre Verbündeten zu Gesetzlosen erklärt werden. Jeder Bürger, der diesen Kriminellen Hilfe leistet, wird ihr Schicksal auf der Guillotine teilen. Die Revolutionsjustiz wird obsiegen. Okay, den einen habe ich schon mal. Ich laufe jetzt einfach da hinten lang. Komm näher und ich leg dich um. Da musst du mich erstmal finden. Okay, das ist auch Geschichte. Nein. Ja, okay, jetzt muss ich den Dicken da ausschalten. Er darf auf jeden Fall nicht in meine Richtung gucken. Dann kriegen wir das hin. Jawohl, jetzt hat er einen Kopfschuss kassiert. Oh, bitte habt noch ein paar Phantomklingen für mich über. Leider nicht. Schade. Komm her! Ich zerquetsch dich wie eine Kartoffel! Ja, eine Kartoffel zu zerquetschen ist ja auch nicht schwer. So, ich versuche jetzt mal mein Glück. Und kletter hier erstmal aufs Dach. Und dann gucken wir erstmal. Ja, Arno, nicht da lang. Ah ja. Also ich muss erstmal an den Scharfschützen hier ran. Arno, runter hier. Genau an den Typen da. Halt! Bleib! Wow! Das war knapp. Und dann versuche ich, den Typen da mal auszuschalten. Ich denke mal, der wird sich gleich wieder umdrehen mit seiner Laterne. Und wenn er sich umdreht, dann schnapp ich ihn mir. Nee, schnapp mir jetzt per Luftattentat. Ich glaube, das kommt besser. So. Erstmal nochmal gucken. Ah ja, gucke mal an.
Oh Mist, da guckt einer durchs Fenster. Oder macht er da die Scheiben sauber? Auch egal. So. Versuche jetzt hier mal ganz geschmeidig reinzukommen. Arno? Noch nicht in Deckung gehen, rüber da. Und dann den Dicken hier töten. Genau. Und dann schon mal die Tür hier zu knacken. Ihr habt da eine Macke, Alter. Wie soll ich denn das hinbekommen? Toll, 3 Versuche, 2 Stifte, ihr habt da eine Panne. Krieg ich nie und nimmer hin. Ich hab's geschafft. Ich hab's echt geschafft. Jawohl. Bei dem Style. So, wo ist denn der Typ jetzt hier? Na toll, hier kann mich doch jeder Idiot sehen. Ah, jetzt muss ich hier öfter mal mit Adlerauge arbeiten. Tut mir auch leid. Versteck mich erstmal hier hinterm Tisch. Ey, das kann ja was werden. Aber ich könnte, glaube ich. Genau. Ich hab da eine Idee. Wenn die sich da jetzt kloppen, schalten die sich ja gegenseitig aus. Oh, oh, oh. Na, ich gucke mal, wer überbleibt. Entschuldigung, Leute, das muss ich jetzt hier so inkognito-mäßig machen. Also bis jetzt sind ja 4 Leute involviert. Und wenn der für mich 1 oder 2 klar macht... Na toll, die hauen ja alle auf den drauf. Jetzt sind schon 5 Leute. 6 Leute. Na toll. Also, die Mission ist echt tricky. Aber ich habe noch einen Berserker-Pfeil. Okay. Was ist denn los mit euch? Seid ihr? Jetzt kloppt er sich mit dem anderen da. Ich kann euch das leider nur so zeigen. Und wenn ich die beiden los bin... Dann könnte ich da echt zu dem Typen reinkommen, ohne in einen Kampf verwickelt zu werden. Ich muss mal nochmal gucken. Jetzt oder nie. Und rein hier. Jawohl, ich hab's echt geschafft, geil.
Germain warnte mich vor euch. Ihr seid einer von denen, oder? Ein Assassine. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Elise. Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schreib. Ja, Elise fackelt nicht lange. Der Tempel. Ich hätte es wissen müssen. Dann genießt eure Revolutionsjustiz, Monsieur. Also das war echt tricky, da reinzukommen. Alleine schon das mit dem Schloss knacken. Und ich hab's echt geschafft. Ich fass nicht. Keine Scheiße. Gut. Ja, ich freue mich gerade. Entschuldigung für das Schimpfwort. So, Sequenz 12, Änderung 2. Der Fall von Robespierre hätte ich erfolgreich abgeschlossen mit allen Herausforderungen, die da waren. Geknackte Türen. Und nicht in einen Kampf verwickeln. Oder in einen Kampf geraten. Ist ja auch Jacke wie Hose. Ja. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit weiterhelfen, falls das etwas schwierig war mit diesen Zielen und mit der geknackten Tür. Meine Schlossknackerfähigkeit war erst auf Level 2, muss ich dazu sagen. Auch egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der ein oder andere schaltet auch das nächste Mal wieder rein, würde ich mich freuen. Bis dann sage ich Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Unity.